Also mein Punkt war, also es gab ja in Hamburg diesen großen Schwammstadtkongress, wo, was weiß ich, Sven Plöger und andere da sind. Und der Galabau hat eine kleine 1,5 Stunden Session irgendwo in der Nische bekommen. Aber mit honorigen Sprechern wie Marco und naja und so weiter. Ne? Ich hatte eine kleinen Ausfall wegen einer Sache da. Und deshalb ist es ganz gut, wenn ich das hier zeigen kann. Also im Grunde Vorstellung wäre hier, das wäre die Einleitung gewesen, zu sagen, wo komme ich her sozusagen. Ja, lange Jahre über Bauwerksbegrünung was gemacht, eine Handvoll Veröffentlichungen liegt davor, das wäre die Einleitung. Und zu diesem Vortrag im Grunde dieses Thema aufgebaut, so ähnlich wie ich meinen Studierenden das immer erzählt habe. Also wir fangen mal mit den Auenlandschaften an, als Schwammstadt. Motor. Und ich hatte lange Zeit in Bremen gearbeitet über ja, Hafenentwicklung im Grünland, im Überschwemmungsbereich. Das war so ein Punkt. Und habe ein paar Bilder von anderen Städten dabei, dass wir einerseits, wenn wir über Schwammstadt sprechen, wirklich den effektiven Schwamm brauchen. Das wäre für mich die Auenlandschaft, in die man nicht reinbauen sollte. Das war immer die Message, die ich meinen Studenten im ersten Semester, erste Stunde Lehre gegeben habe. Und jedes Jahr gab es ein aktuelles Beispiel von Hochwasser. Dies Jahr wäre zum Beispiel ja die Donau super anzuführen. Ne? Und dann, was kann unsere, genau, Klimadaten aus 3 Jahren einfach mal als Beispiel, und was leisten extensive Gründächer? Was ist unser Beitrag dazu, ist mein Punkt. Und rechts einfach nur so ein Bild aus einem, ja, in so einem Hinterhausbereich, da sieht man, da ist so ein extensives Gründach, das ist ein bisschen kühler als die aufgeheizte normale Baufläche ringsherum. Okay, also fangen wir an. Die Idee mit der Schwammstadt, was ist eigentlich der Punkt? Da habe ich von unserem Professor Schreiber seinerzeit gelernt, da hat es immer aufgeteilt, die Urlandschaft, dann die Kulturlandschaft um 1500 und dann die industrielle Landschaft, wie die sich verändert hat und wie man in die Aue hineingebaut hat. Also sehr klug fing man an, in Ober- und Unterlauf muss man logischerweise unterscheiden, aber im Grunde diese Baummenge, die da drin steht, ist eigentlich der Schwamm, der eine Riesenfunktion hat. Und innerhalb der Auenlandschaft, wo es diese Überschwemmung geben konnte, gab es sozusagen kleine Sanderflächen, auf denen denn wie in Bremen der Dom gebaut wurde, auch oder Stephansdom ist auch auf so einer Sanderfläche. Also man hat da so Flächen in der Urlandschaft gefunden, wo man ganz gut loslegen konnte. Und da, wo ich mich mehr als 5 Jahre mal beschäftigt hatte, ist das hier Bremen, der Grünlandgürtel um die eigentliche Stadt herum, also an der Weser gelegen. Und dieser Fluss wurde bis zu den 70er Jahren stark ausgebaut, die Nebenflüsse sozusagen mit Sperrwerken abgeriegelt, um das Wasser sozusagen nicht in den Hauptstrang laufen zu lassen. Und in der Mitte dieses Bauwerk, diese ganze Fläche ist ein aktuelles Google-Bild. Da war ich mit beschäftigt in meinen Jahren in Berlin. Das war sozusagen die landschaftsökologische Forschungsstelle, wo gesagt wurde, die Hafenentwicklung braucht dieses Entwicklungsgebiet. Und für uns als Ökologen war südlich davon ein Ausgleichsraum vorgesehen. Den durften wir entwickeln. Und diese Arbeitsgruppe Landschaftsökologie wurde eingebunden, weil in Deutschland das Naturschutzrecht existierte und nach dem Naturschutzgerecht war der Ausgleich nicht ausreichend, den planerisch von der Stadt vorgesehen war. Und da wurde sozusagen der Gutachter Professor Schreiber und wir als Arbeitsgruppe eingerichtet, um die eine richtige Bemessung zu machen. Also Zielgruppe Wiesenvögel und Überschwemmungsflächen. Und das war das Ergebnis im Grunde. Ein Bereich, der jetzt sehr gut funktioniert. Also die Bauern mussten sozusagen Land abgeben oder es gab Ausgleichszahlungen, damit man Überschwemmungshöhen einstellen konnte. Der Bund für Vogelschutz wollte so, dass da die Brutgeschäfte der Wiesenbrüter ganz gut abliefen und die konnten auf diese Strukturelemente auch nutzen. Und in der Mitte diese Schilffläche, die man so sieht, das war voll aus der Nutzung rausgefallen, eine Renaturierungsfläche. Da war keine Landwirtschaft mehr möglich. Die anderen Flächen mussten dann wenn der Wasserstand abgesenkt war, war es logischerweise Landwirtschaft möglich. Ja, und das war so die Diskrepanz zwischen der Idee,
wie kriegen wir die Landwirte noch einigermaßen zufrieden mit Ausgleich und wie kriegen wir die biotischen Qualitäten hin und wie kriegen wir gleichzeitig in der Auenlandschaft dieses riesige Gebiet entwickelt, wo wir als Umweltschützer eigentlich die Finger rauslassen sollten. Meine Idee mit Gebäudebegrünung wurde da nicht gewünscht. Was wir hier oben sehen können, das ist sozusagen der Neustädter Hafen, was eigentlich mein Hafenbecken werden sollte, 140 Hektar groß, also ein großer Retentionsraum, der mehrmals seit den 1960er Jahren dann immer eingestaut wurde, wenn es Hochwasser gab und auch ein super interessantes Biotop ergeben hat, also quasi eine Urlandschaft auf einer Basis von Kulturlandschaft. Und dann hatte ich irgendwann mal so die Gelegenheit, mit so einem Tragschrauber über das Gebiet zu fliegen und dieses Foto zu machen und zu zeigen, in der Tat, wenn man so in der Aue baut, ist da noch sehr viel mehr möglich an Begrünung. Ja? Aber das war diese konsequente Trennung seinerzeit. Ihr kriegt den Ausgleichsraum und dieses GVZ lasst ihr entwickeln, wie, naja, die Wirtschaft es halt wollte. Das war sozusagen Phase 1 beim Naturschutzrecht. Phase 2 war, man hatte dann gelernt, also das Industriegebiet hier Klöckner, nördlich des Flusses Weser, hatte man in der Nachkriegszeit ein Riesengebiet für eine Stahlkocheinrichtung, Industriefläche hergerichtet, aber viel zu groß dimensioniert. Das heißt, diese Grünlandflächen hier waren zum Teil hohe Naturschutzqualität, weil da überhaupt nichts mehr dran gemacht wurde. Die Wasserstände stiegen an und da sollte dann reingebaut werden, ein Bremen Industrialpark. Und da war dann schon, kann man sehen, unser Einfluss. Wir hatten dann in dem Gebiet selber auch schon so Beetgruppen und so ein Fleetsystem, was aufgestaut werden konnte. Einige Begrünungen waren vorgesehen. Also das war dann sozusagen die 1990er bis 2000er, die Politik. Und wenn ich mir angucke, Schwammstadt, nehmen wir mal das Beispiel. Irgendwann war ich mal in Wien zu Besuch, also nicht dieses Mal, schon irgendwann davor mal. Auch was ich den Studierenden immer gerne gezeigt habe, 1200. Wie sah denn solch ein Flusssystem aus? Ein Mäandersystem? Und wo ist der Stephansdom? Hier auf dem großen orangefarbenen Klacks. Das ist für unsere Studierenden interessant gewesen. Ihr wisst das ja alle, wie das in Wien aussieht. Und dann 2016, so ein anderer Schuber in diesem Museum, zeigt diese Entwicklung. Und da kann man in der Tat sehen, was bedeutet das, wenn der Fluss auf solche Bereiche gelenkt wird, kann da die Begrünung richtig gegenkämpfen? Das ist die große Frage, ja. Und dann zeige ich dieses Bild gerne selber mal fotografiert, irgendwie auf einer studentischen Exkursion. Logischerweise, das sieht schon aus wie diese Urlandschaft. Die kann ordentlich 2 Meter Wasser wegstecken und für die Pflanzen ist das zum Teil auch sehr gut. Und sowas finden wir auch am Rhein. Also eigentlich, wir brauchen die alle in der Schwammstadt, solche großen Retentionsbereiche oder Polderbereiche, wie sie am Rhein genannt werden oder so weiter. Und dann nehme ich mal unser Beispiel, grüne Land Bayern mit Herrn Söder, der sozusagen das Klimaland Bayern ausgerufen hat. Und selbst die haben schon sehr klug, wir sehen, dass hier ist die Isar und große Retentionsflächen in dem Wald drin, also sozusagen, wo eine Überschwemmung auch reingehen kann. Und dann kommt erst die Bebauung. Davon können andere Bundesländer in der Tat lernen. So hatte ich das aufgebaut, um den Hamburgern irgendwas zu erzählen, ja. Okay. Und wenn ich jetzt bei Hamburg ankomme, also da, wo der Kongress ja war, und sozusagen, wir sehen sozusagen dieses Mäandersystem von der Elbe mit der Mündungsbereich und die 100 Kilometer von Hamburg bis zur Mündung. Das war ein tolles Revier, auf dem habe ich als Kind auch gesegelt oder als Jugendlicher und so weiter. Aber was kann man sehen, was dort alles verändert wurde? Wenn man Flüsse so anpasst, wo hier die Fahrrinne ist, also minus 15 Meter, minus 20 Meter, damit die supergroßen Containerschiffe reinpassen. Und vorher war das maximal 5 Meter. Und es gab Furten sogar durch die Elbe um 1200, wo dann Ochsenmarkt, der Tiere durchgetrieben wurden. 12.000 Ochsen nach Wedel, wo ich hier geboren bin, hingetrieben worden sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Auenlandschaft mal war. Und jetzt haben wir eine industrielle Flusslandschaft. Das kann man, ja, zurück. Da kann man sagen, dass das natürlich einen Einfluss auf die Wassermassen hat, wenn die wie durch so einen Kanal schießen und irgendwo untergebracht werden müssen. Das ist sozusagen einmal zu beachten. Und dann habe ich mal dargestellt für diesen Kongress Niederschlagsverteilung 21, 22, 23 aus Wetter Online und dann einfach mal hier so eine Kurve angelegt. Diese Starkregen bei uns, 20 bis 40 Millimeter, sind hier
aufgetragen. In München gibt es sehr häufig diese großen Ereignisse. In Hamburg ist ein 40 mm Ereignis gar nicht zu sehen. Da sind die 20 mm Ereignisse. Also die Art, wie die Regenfälle die Menge im Stadtgebiet zu bewirtschaften ist, das weiß vielleicht auch jeder, zwischen München und Hamburg sehr unterschiedlich. In Hamburg kommt das so als Tröpfel oder Nieselregen und in München sozusagen diese starken Schauer, die im Sommer bewirtschaftet werden müssen. Ja? Und wenn wir das uns jetzt mal angucken, was als dramatische Meldung, man sucht ja im gerne dramatische Meldung und nicht unbedingt Lösungen. Wir als Landschaftsbauer im weitesten Sinne sind ja an Lösungen dran. Das ist der große Unterschied. Das heißt, diese großen Mengen, die wir jetzt da in der Zeit im September, 8. bis 16. September gehört haben, die über 316 Millimeter, wo fanden die denn statt? Also im alpinen Bereich Deutschlands, also irgendwo in den Alpen. Ich habe hier auch mal so ein Alpenbild dazu gepackt mit ein paar Forschern und dem Geröll. Und wir sehen, da sind riesige Regen, die deutlich über 40 Liter pro Quadratmeter in der Zeit waren. Und wenn wir die Verdunstungsleistung von Begrünung besehen, ist die da überfordert. Da muss man sozusagen eine Schwammretentionsfläche in dem Bereich im Oberlauf von Flüssen errichten. Aber in der gleichen Zeit, wo dieser Katastrophenregen war, sah die Regenmenge in München, also das war ja Starkregen dort auch, aber nur 146 Liter pro Quadratmeter. Und ich habe hier unten mal die Linie angelegt bei 4 Millimeter. Das ist das, was sozusagen so ein Gründachsystem locker wegpuffern kann, wenn es der Niederschlag gibt. Das heißt also, dieser erste, der hier irgendwie Anfang September kam, das konnte schon an den nächsten ein, zwei Tagen voll verdunstet werden. Ja, dann kommen die nächsten Regen. Also das System Gründach als Evapotranspirationsfläche darf man nicht überfordern, aber hier in München hat es schon gute Effekte. Für diese großen Mengen sollte man ein Retentionspolster im System vorhalten. Also die 146 Liter könnte man mit vielen Gründächern in München bewirtschaften. Gucken wir uns das gleich in Hamburg an, zum gleichen Zeitraum. Da hatten wir 52 Liter pro Quadratmeter, wieder die Linie angetragen, was so eine Fläche verdunsten kann. Und wir haben sozusagen unsere 3 bis 5 Liter, die wir da wegkriegen. Das heißt, der nächste Tag, da war kein Regen und so weiter. Also der Trick, das Secret, was wir jetzt haben, ist die Retentionsmatte in der Dachbegrünung, ja, die wir vielleicht vor 20 Jahren noch nicht hatten. Und meine Erkenntnisse, wo ich das sozusagen selber diese Messung gemacht habe, ja, sind unsere Hochschuldächer, wo Marco ja auch sehr viel mit dabei war. Das heißt also, das eine Dach, ich habe das hier als Muster aufgetragen. Es gab auf diesem Gründach, das also dreimal 1000 Quadratmeter sind das, seit über 20 Jahren dann betrachtet. Also es gab Düngerstreifen, diese grünen, es gab Bewässerungsstreifen auf diesen üblichen Flächen, um verschiedene Fragestellungen zu beantworten. Und für die Messung, was so klimatisch los ist, diese schönen Aufbaugeschichten von EFRE finanzierte Module, die seit 2019 dann neu gebaut wurden und die Phase 1 von 2000, also von 1999 bis 2018, die ersten 20 Jahre, sind ja ausgewertet worden. Dann gab es diesen Umbau, also neue Anlagen und so weiter. Deshalb haben wir sozusagen eine 20 Jahre Auswertung, die hier Evidence of Climate Mitigation Effects sozusagen mal als Text darstellten. Also hier ein bisschen der Aufbau dazu. Und hier die Ergebnisse. Das heißt, interessant ist, von 99 bis 2018, also schöne Kurven. Und wir können sehen, also es gibt Messungen über Temperaturentwicklung über dem Gründach und über dem Kiesdach. Und logischerweise ist das Kiesdach etwas wärmer. Und ich habe mal nach der Zeitreihe gesucht, die die längste ist vom Deutschen Wetterdienst, die man so vergleichsweise anführen kann. Das ist die von Berlin-Tempelhof. Da gibt es Daten beim Deutschen Wetterdienst von 51 bis 2016. Da hat Daniel Kaiser ganz kräftig mitgemacht. Und in der Zeit sehen wir, wenn wir die Jahreswerte betrachten, also nur richtig jedes Jahr alle Werte, 5-Minuten-Werte, die da waren, aufgelistet und eine Regressionskurve, geht das von 8,7 auf ungefähr 10,7 Grad, also 2 Grad locker hoch. Das ist sozusagen diese Urban Heat Island, die man in Berlin schön am Tempelhofer Feld zeigen kann. Auf meinem Gründach ist dieses als Effekt gewesen. Die blaue Linie ist der Wert in der Kiesschicht.
Also Klimastation Trollenhagen vom Deutschen Wetterdienst, ein paar Kilometer entfernt, hatten wir noch als Referenz noch dazu genommen. Aber wir sehen, was passierte in meiner Zeit von 99 bis 2018. Das ging von 10,6 auf 11,8 hoch, also 1,5 Grad Zunahme. Und was passierte in dem Gründach? Das ist die rot gepunktete Linie. Die ging sogar etwas runter. Das heißt Verdunstungsleistung plus Verschattung der Oberfläche durch wachsende Pflanzen. Also wenn wir das 1,5 Grad Ziel verfolgen wollen, dann können wir oft mit einem extensiven Gründach schon eine Menge erreichen, ist meine Message. Jetzt noch ein paar andere Fühler dazu, das wird ein bisschen viel. Hier Kiesboden, also schöne Maximumtemperatur 54 und die Gründächer haben sowas mit 30, also kann man überall so ein bisschen rumspielen. Wir haben Bodenwärmestrom gemessen, sozusagen im Kiesdach, wie das drauf scheint und durchgeht. Das wären so extra Betrachtungen, muss ich jetzt nicht so im Einzelfall angucken. Und dann gucken wir mal, wenn wir sagen, da haben wir so eine tolle Möglichkeit, was mit Gründächern zu machen und 3 bis 5 Liter pro Quadratmeter wegzupuffern, dann haben wir in Deutschland, wir sagen ja, wir sind Weltmeister mit 7,8 Millionen Quadratmetern Extensivdach und ein bisschen 15% Intensivdach. Also das ist eine schöne Zahl, aber es könnte mehr sein. Und wenn man das auf Berlin anguckt, haben wir dieses zu finden. Da gibt es in dem Umweltatlas Karten, wie sich sagen, wenn man der Grünanteil von 2016 bis 20 gesteigert hat. Das heißt, wir haben 3% gehabt, jetzt sind wir bei 3,2. Also man kann sagen, ein Quadratmeter Gründach pro Person, das ist nicht allzu viel, wenn wir sagen, wir können 50% der Dachflächen begrünen. Wir haben noch viel Luft nach oben in dem System. Und dann habe ich im Grunde mal angefangen, Begrünung von Städten, Grünvolumen, Deutsche Umwelthilfe, die macht ja immer auch irgendwelche tollen Auswertungen, hier mal zu zeigen, wenn wir mal gucken, wie sieht's denn mit Grün in unseren Städten aus? Das wollte ich den lieben Leuten dort zeigen. Die Stadt, die sozusagen den schlechtesten Grünvolumenwert, Berlin hat ja so eine Kalkulation noch dazu, Grünvolumenwert hat, ist Ludwigshafen mit 57% bedeckte Fläche. Und Detmold mit 35% ist sozusagen der Winner, die grünste Stadt in Deutschland. Also kann man sagen, es ist noch viel zu tun, auch in der besten Stadt und so weiter. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich den Hamburgern gerne mal vorrechnen wollte. Das heißt, das Klimaschutzpotenzial von Dächern am Beispiel Hamburg. Wir haben ein Flächenpotenzial von 755 Quadratkilometern. Da der rote Fleck ist die Stadt, über die wir reden, oder das Bundesland. Die Baufläche, die zu begrünen ist, wie wenn wir sagen, wir hätten die Chance, 50% zu begrünen, wären das 11.700 Hektar, die möglich wären. Und wir sind sozusagen aktuell mit unseren 585, wenn wir 3% ansetzen oder so, haben wir noch schön viel Luft nach oben. Und was würden diese vielen Quadratmeter, viele Hektar leisten? Wir können das aufteilen in diese verschiedenen Punkte. Erstens, Energieeinsparung durch zusätzliche Wärmedämmung. Das haben wir mal an unserem Dach in Neubrandenburg gemessen, auch veröffentlicht, 2009 schon. Das war 4% eingespart durch diese 1 Zentimeter. Ja, was die 10 Zentimeter Extensivdach bedeutet, 1 Zentimeter Dämmung. Also da ist ein Effekt drin. Wir haben das Thema, was alle Welt jetzt wissen will, CO2-Fixierung. Da habe ich eine Extrafolie gemacht. Und die Thematik der aktuellen Verdunstungsleistung. Wenn wir ungefähr 50% des Jahresniederschlages über so ein System verdunsten können, bei 10 Zentimetern kann man ausrechnen, wie viele Liter das sind. Und wenn wir jetzt, wie wir gesehen haben, wir müssen auf diese Starkregen in Zukunft achten. Und es gibt von den Firmen diese verschiedenen, sagen wir, Drehschichten, also Optigrün mit dieser Plastikkiste und die anderen haben solche anderen Möglichkeiten da drin. Also 40 Liter pro Quadratmeter können wir gut einspeichern, also die Starkregen wegpulvern. Und die verdunsten über die Vegetationsperiode. Das heißt, so ein System füllt sich ungefähr dreimal im Jahr, in der Vegetation. Das heißt, wir haben mit so einer 40 Liter pro Quadratmeter Drehschicht ein Volumen extra, was 120 Liter wirklich über die Vegetationsperiode packen kann. Und das kann man in verschiedene Richtungen auswerten, was das an Menge bedeutet. Und das muss man dann für jede Stadt und jede Region und wo man auch immer guckt, mal
mal kalkulieren. Und diese leidige Diskussion um das Thema CO2-Fixierung hatte ich mal so aufbereitet, dass man sagen kann, dieser reduzierte Heizbedarf bedeutet natürlich, wenn wir 4% winterlichen Heizbedarf reduzieren, kann man das in Kilowattstunden Reduktion hochrechnen, was das auf diese Fläche bedeuten würde. Wir können sozusagen aber auch gleichzeitig rechnen, sommerliche Kühlung, die ist nicht weitergerechnet. Aber was bedeutet diese Fixierung von CO2 in der Gründachschicht? Und da habe ich an meinem Dach sozusagen den Sedum-Mix gehabt, hier und diese kleine Abbildung. Das heißt also, wir haben sozusagen Trockenmasse auf 30 mal 30 Zentimeter bestimmt, oberirdisch, unterirdisch, und können durchaus eine Variante sehen, also Biomasse, Trockenmasse ist gleich C mal 4 ist CO2, so diese Formel ganz grob. Das heißt, wir können in Gramm pro Quadratmeter oder in Kilogramm, also so 4 bis 8 Kilogramm Quadratmeter ist sozusagen was fixiert ist in einem extensiven Grün da. Und das ist doch eine nennenswerte Hausnummer. Nur das ist nur einmal da, ne? Also von Kiesdach zu Gründach kriegen wir einmal diesen Bonuswert in diese Geschichte. Und das haben wir hier auch veröffentlicht. Kaiser und Köhler zusammen haben da so einen Text zugeschrieben. Und genau, 21 ist das. Und das kann man umrechnen, wenn wir jetzt sagen, wie viel CO2 ist das, was dort sozusagen gebunden wird. Ist eine Riesenmenge, kann man umrechnen. Man kann diese Heizersparung umrechnen. Das heißt, was die Hamburger an CO2 zukünftig einsparen, was immer diskutiert wird, haben wir einen Effekt mit unseren Gründächern, mit dem extensiven Gründächern, immerhin von 6% in der Warteschleife. Ja, das finde ich ganz schön. Und wenn wir das jetzt noch weiterrechnen, dieses mit der Evapotranspirationsleistung, ich glaube, Markus ist jetzt auch dabei, wenn wir sagen, diese Verdunstungsleistung von diesen 40 Litern mal 3 und dann umgerechnet auf diese große Fläche, was das sozusagen eine Kühlleistung bringt, wenn wir diese Verdunstungskälte dazu nehmen, ist das eine richtig fette Hausnummer an Kilowattstunden, was sozusagen an städtische Kühlung stattfindet. Und das ist für mich der Punkt, wo wir sagen, wir suchen Lösungen, um die städtische Wärmeinsel zu reduzieren. Und wir haben mit unseren extensiven Gründächern schon eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt sozusagen dieses Schwammstadtdach bauen, haben wir noch eine viel bessere. Und da können wir ein Äquivalent darstellen. Wir können auch einen Wert dazu packen. Wenn wir den Wert, wo ist das? Achso, ja, wir können einen Wert dazu packen. Einerseits die Rain Tax, also Regenwasserabgabe in Berlin sozusagen 1 € pro Quadratmeter, oder wir können sozusagen die Gebühr von CO2 einer Tonne mit 55 Hektar Euro, was ja eine politische Preisklasse ist, auch einen Wert dazu ordnen. Und was wir jetzt aktuell machen mit unserem EÜW-Projekt, das weiß der eine oder andere ja auch, wir haben sozusagen verschiedene Aufbauten unterwegs. Also im Grunde ist das Secret hier, wie speichern wir mehr Wasser? Sind hier verschiedene Lösungen angesetzt, hier unser kleiner Versuch dazu. Im zweiten Jahr ist das jetzt. Hier Sie sehen von Urbanscape diese Röhren, also es ist sehr, sehr schön leicht, nur das Wasser ist dann wirklich ein Gewicht, was wir da drin haben. Und da kann man von diesem Vollwand-Wabenstrukturen ein oder zwei Matten hinpacken, wenn es denn bautechnisch in der Höhe dieser Dachbegründung passt. Also für Neubauten deutlich einfacher als bei der Sanierung. Also verschiedene Varianten dazu. Knauf hat da irgendwas dazu Sempelken, die arbeiten ganz gut zusammen. Und mein Lieblingskonzept ist logischerweise hier aus München, GKR, also mit so einer Wasserschicht, also mal Extensivvariante. Sozusagen ein Speicherfilm, der dann sozusagen die Sedummatte oben versorgt. Oder wir haben das hier als Blumentöpfe. Das ist dann ja schon semi-intensive Variante. Und diese Pflanzen haben mit einmal Auffüllung in dem System dann schön überlebt. Diese ganze Sommerphase hier das ist ja in Potsdam bei Daniel Kaiser auf seinem LVGA-Gelände, und hier so die Pflanzen, die wir da alle so im Test haben. Und die Variante dazu, der Test ist sozusagen Kies als Vergleichsgeschichte. Okay, das heißt also, für mich am Ende ist sozusagen eine kleine Geschichte,
Ach so, das sind doch diese, wir sind dabei, sozusagen ein neues Förderprogramm in Deutschland zu überlegen, was sind eigentlich Punkte, wenn man jetzt zukünftig was fördern will, was hätte man im Programm? Da wären sozusagen, ich würde es einmal Klimadächer nennen, ich würde es Biodiversitätsdächer nennen, ich würde es Schwammstadtdächer nennen, Biosolar oder urbane Gartendächer. Und die Idee in der Diskussion mit dem Umweltministerium ist ja im Grunde zu sagen, okay, es würde dann Förderung geben, wenn man zwei von diesen Zielen adressiert. Und wo soll das adressiert werden? Auf Schulen, weil das so Multiplikatoren sind, auf öffentlichen Gebäuden oder kommunalen Wohnungsbauten, Innenstadtlagen, wo besonders die städtische Wärmeinsel da ist. Das ist so die Diskussion, die wir aktuell haben. Ja, und dann habe ich da noch eine kleine Tabelle zugezaubert. Man kann sagen, Zusammenfassung, Monetarisierung, da will man ja gerne hin. Aktuell, wir können von unseren 3% ausgehen. Ja, Stuttgart hat ein bisschen mehr, aber 3 bis 5, so irgendwas ist, was wir in Deutschland so an vielen Städten haben. Und wenn ich das Szenario für Hamburg ziehe, da sehen wir den Sprung zu den 11.700, was möglich ist. Das können wir umrechnen, in wie viel Liter oder Kubikmeter Wasser zurückgehalten wird. Und das muss man in Relation stellen zu den Überschwemmungsgeschichten. Wir können nicht einen ganzen Fluss da wegfangen, aber als zusätzliche Maßnahme. Und wenn wir nicht mehr in den Aue bauen, sondern woanders, haben wir diese Chance, sozusagen Regen, der aus dem Stadtgebiet abgefangen wird und dann erst später in die Flüsse geleitet wird, sozusagen als eine Drosselklappe, eine super Chance. Abkühlung, was ich gezeigt hatte mit unseren 20-jährigen Messungen, 1,5 Grad, das passt gut in das Klimaziel, kann man schon reinpacken. Und diese Gigawattstunden Kühlungsleistung als durch den Phasenwechsel, das ist immens. Da kann man politisch noch manch eine Geschichte zu erfinden oder das kann man in Euro umrechnen, wie man auch immer will. Und das mit den CO2, also was da zurückgehalten wird, ist ein politischer Wert, wenn wir heute 55 Euro den Quadratmeter ansetzen. Also eine schöne Nummer, kommen immerhin auch einige Millionen bei raus. Und zum Schluss, ja, Zusammenfassung, ja, bin ja ein bisschen reingesprungen jetzt gerade, ist, dass wir im Grunde so eine Art Zusammenfassung haben. Regenwasserbewirtschaftung und Gebäudekühlung ist eine schöne Sache, das kann man auch ein bisschen diskutieren. Und mein Foto, was ich gerade aktuell jetzt in Dubai gemacht hatte, auf unserer Tour nach Auckland, das ist hier dieses kleine Beispiel von unserem Kollegen Sentil, der da so eine Gründachfirma hat und eine Fassadenbegrünungsfirma. Da war das lovely 58,7 Grad auf dem Steinfußboden im Vordergrund. Das ist ein Gebäude, wo ja eine Goldschmiede ihr Headquarter hat in Dubai. Und das Foto, was da an der Wand hängt, das ist ungefähr so warm wie der Fußboden. Aber diese Begrünungselemente, die da sind, sind locker 20 Grad kühler. Also die Diskussion um Senkung von 20 Grad in dieser Peak-Temperatur, deshalb wollen wir nächstes Jahr in Dubai oder in der VAE unseren World Green Congress machen, weil diese 20 Grad dürften wohl jeden Menschen überzeugen. Und ja, meine Aussage ist im Grunde, es gibt für jedes Gebäude maßgeschneiderte Lösungen. Und da das ja für die Galabauern ein Vortrag sein sollte oder in dem Rahmen, fragt den Garten- und Landschaftsbau, der hat tolle Lösungen. Das ist eine Lösung dazu. Wir können es auch ganz anders machen. Hatte ich noch so eine Zusammenfassung, aber das lasse ich jetzt mal weg. Ja, so ungefähr. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und das wäre sozusagen mein Beispiel. Ja, ich darf mich ja mal für alle Anwesenden sehr herzlich für diesen spontanen und wie immer auch lebhaften, inspirierenden und fachlich fundierten Vortrag bedanken. Ja, in diesem Sinne glaube ich, darf ich für alle sprechen, aber ich würde auch alle gerne jetzt ansuchen, Fragen zu stellen oder eine Diskussion. Wir in Wien sprechen sehr gerne über Schwarmstadt im Kontext der Stadt alleine zu vermeiden. Pluvialer Überflutungen und Hochwässer, also sprich Regen, induzierter. Ich habe vorhin gerade in den Chat gepostet, ich bin ja im Speckgürtel von Wien zu Hause, mehr oder weniger im Epizentrum der Hochwässer, die gerade waren, mit bis zu 540 Millimetern am Quadratmeter in 4 Tagen. Und es gibt hier Schwarmstadtbauweisen und da gehören die Dächer genauso dazu wie die Straßenräume und alles, die das wirklich auch kompensiert haben. Und nicht alles konnte kompensiert werden. Der wirtschaftliche Schaden sind ungefähr 1,3 Milliarden Euro.
Und die könnte man in Überflutungsräume, wie du es gezeigt hast, glaube ich, sehr gut investieren, in Hochwasserschutz, aber vor allem in diverse Schwammstadtbauweisen wie Gründächer, Retentionsdächer und ähnliches mehr. Damit wir die Größenordnungen kennen. Also wir jammern immer über das Geld und was kostet der Klimaschutz und so weiter, aber die 1,3 Milliarden, na, die haben wir selbstverständlich. Ja, natürlich, ist ja kein Problem. Da frage ich mich dann immer, wie die Menschen sich das vorstellen und die Verbindungen nicht sehen können zwischen Klimawandel und diesen Extremereignissen. Aber jetzt um hier diese Frage, wie siehst du das, Manfred, in deiner Sphäre, ist das eher mehr pluvial oder fluvial, also von Flüssen bedingte Hochwässer oder Niederschlag, oder ist es generell, so wie das du gerade dargestellt hast, eigentlich beide Welten verbunden? In deinem Fachbereich oder in Deutschland, sage ich mal. Ja, ich kann jetzt hier nicht für alle in Deutschland oder sonst was Deine reden, Wahrnehmung aber noch. nein, Deine nein, Wahrnehmung. mein Punkt ist Punkt eins, für wenn man auf der Ebene, ich bin ja Landschaftsplaner, wenn man sagt, wir fangen als Landschaftsplaner auf der Hierarchieebene Flusslauf an. Wenn ich sage, wir unterscheiden Ober-, Mittel- und Unterlauf, da brauchen wir jeweils unterschiedliche Lösungen. Am Rhein, du weißt im Grunde von dieser tollen Schwammstadt-Situation, wie es auch da in dem Wiener Wald da irgendwo ist, da Ja. sind wir weit von weg, das sind nur noch Relikte, die davon da sind. Aber warum hat man denn um 1200 die Kirchen auf den kleinen Sandinseln gebaut, die 12 Meter aus diesem Fluss ausragten? Das hatte doch schon eine kluge Überlegung. Oder hier, wo ich wohne in Neubrandenburg, da ist auch ein großer Tollensesee, 20 Kilometer lang oder so. Und das Kloster ist auf so einer kleinen Anhöhe gebaut, das steht 10 Meter über der Fläche. Also das ist heute auch bei stärkstem Regen ja, Caspar David Friedrich hat es gemalt und so weiter. Also eigentlich haben die Leute vor 1200 schon instinktiv gewusst, was man nicht machen sollte. Und wenn ich jetzt mein Beispiel zeige, dieses da in Bremen, dieses fette Güterverkehrszentrum, was da so reingewachsen ist, da hatte man diese wirklich von den 70er, 80er Jahren die Vorstellung, wir koppeln alle angrenzenden Flüsse mit Superstauwerken ab und regulieren sozusagen, was fließt rein. Das nennt sich ja ökologische Wasserführung. Auch am Rhein gibt es sowas, ne? Das heißt also, dieses Glauben an die Beherrschung der Technik mit diesen vielen Sachen geht im Grunde. Wir können ja viel mit Beton machen. Nur, wir wollen jetzt ja ökologisches Bauen betreiben und dann wäre sowas zu sagen, wo bauen wir denn unsere Gewerbehallen hin, möglichst in die Geest, also sozusagen auf die Ecke, wo die Überflutung gar nicht erst hinkommt. Und die Aue ist dann vielleicht das Refugium für unsere Vögel und sonst was. Aber in dem Bebauungsgebiet selber, weil es ja eine Verdichtung gibt, sind wir ja sozusagen bei der Frage null Abflussgrundstück. Das können wir ja leisten, ne? Da bildet das Dach einen Beitrag, da bilden die Mulden-Rigolen um das Haus herum einen Beitrag. Also wir haben ja so ein Portfolio von Möglichkeiten. Und deshalb brauchen wir ja wieder einen Planer. Sonst wäre es ja langweilig, ne? Wenn alles so super einfach wäre. Und deshalb meine ich, die Lösung in München sieht anders aus als in Wien oder in Hamburg oder in Bremen oder so. Aber eigentlich die Basics sind die gleichen. Und das Verständnis, wenn, sagen wir mal, die Jahrhundertflut, es ist doch egal, ob die Jahrhundertflut in 50 Jahren oder in 25 Jahren uns ereilt. Wir können davon ausgehen, es wird mal eine hohe Flut geben. Und es gab um 1600 auch schon große Fluten, ne? Ich habe auch so ein Foto irgendwo in Dresden in Pillnitz, da ist so eine Skala dran. Wie hoch waren die Fluten denn immer, ne? Die gab es um 1600 und 1400, irgendwann ist man ja angefangen. Da, also das kommt immer mal wieder vor. Es kann sein, dass diese Frequenz ja eine andere wird, ne? Aber dann ist es grob fahrlässig, seine leichte Halle einfach in die Fläche zu bauen und sagen, ach, uns wird's schon nicht treffen, ne? Das wissen wir ja von der Badewanne. Wenn du Stöpsel ziehst, irgendwo läuft das Wasser hin, ne? Oder wenn du dein Haus nicht richtig isolierst, das Wasser findet die kleine Nische, wo du geschlammt hast an der Sache. Und wenn ich die Elbe angucke, unter Elbe, das sind 100 Kilometer Flusslauf, super Segelrevier. Aber das war im Mittelalter schon toll in der Stadt. Aber da waren sozusagen diese Brookwiesen, die voll überflutet werden können. Heute stehen da Häuser drauf, ne? Wenn ich die Hafen City mir nur als Beispiel angucke, natürlich kann man da bauen. Aber wo stehen die tollen Porsche denn? Die stehen in der Tiefgarage oder in der Tief ist es ja nicht, aber ebenerdige Garage, die, wenn 6 Meter Wasser hoch steht, läuft es da rein, wenn das Sperrtor zu spät zugemacht wird oder man hat vergessen, den Porsche in die Garage zu fahren oder was auch immer.
Ja, also sagen wir mal, menschliches Versagen ist schon eine gute Hausnummer bei diesen ganzen Sachen. Und also, erstmal von den planerischen Dings auszugehen und dann kommen wir auf die Ebene, was können wir am Grundstück machen? Und wenn ich jetzt sage, wir können über 100 Liter in so ein 40-Millimeter-Ding da einspeichern, das ist eine Erkenntnis, die hatten wir vor 30 oder 40 Jahren noch nicht. Da hat man gesagt, wir freuen uns über ein Gründach und so, ne? Aber jetzt ist es ja ein Schwamm statt Modul. Ja, und da gibt es ja tausend, also mit Smart Home oder Smart Steuerungsmöglichkeiten, tausend Möglichkeiten. Nur wir dürfen das System nicht überfordern. Was ich damit ausdrücken will, ist, wenn die ungefähr 3 bis 5 Liter pro Tag verdunsten, können wir, wenn wir 300 Liter draufschicken, brauchen wir 100 Tage. Ne? Das ist logisch. Also da ist es überfordert. Das haben unsere Kollegen in Shanghai untersucht, maximal aufgeschwemmt. Ja, dann ist das logischerweise überflutet oder ist zu schwer oder irgendwas. Das heißt, man muss ein bisschen Bilanz, Balance halten, was ist möglich. Ne? Aber deshalb brauchen wir Planer, sonst wär's zu einfach. Genau. Und das Verständnis, dass die Dinge zusammenhängen, glaube ich. Das Kleine mit dem Großen und umgekehrt. Und jedes Gründach zählt in dem Gesamtsystem. Genau. Jeder Tropfen, der irgendwo verdunstet, ist ein Genau. guter Tropfen. Ne? Ich für mich sage immer so, also wir haben in den letzten 21 Jahren 300-jährige Niederschlags, mindestens 100-jährige Niederschlagsereignisse und Überflutungen gehabt an der Donau, also alle 7 Jahre ein 100-jähriges Niederschlagsereignis. Wien hat teilweise eine 1000-Jährlichkeit erreicht. Und das ist schon ein bisschen bedrohlich. Ich sage immer, na, Mensch gegen Natur steht 1 zu 0 für die Natur. Und bei jedem Mal sollte man eigentlich lernen, dass man eher mit der Natur denken soll als dagegen. Eventuell weg vom Wasser bauen und uns die Fähigkeiten der Natur zu eigen machen. Das ist ja auch ein Grundprinzip für mich dabei, Dope City ist, mit der Natur zu leben und nicht gegen die Natur zu leben, mit Beton und allen möglichen Dingen, weil wir sind einfach im Vergleich zu diesen Kräften völlig minimal irrelevant. Ja? Also das sind Naturgewalten da und wir haben ja in Wien noch ein Glück gehabt. Ja? Es hätte noch 3 Tage länger regnen können. Und das wird kommen, definitiv, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in was auch immer. Aber danke mal für diesen Überblick über die verschiedenen Handlungsebenen. Ich würde sehr gerne in die Runde fragen. Der Marco ist auch da, der hat trotz eigentlich eines anderen Termins heute jetzt noch zu uns gefunden. Danke dafür. Und der Marco hat auch immer sehr besondere Einsichten und Erkenntnisse, was also kleine, große Wasserkreisläufe und Wasserbilanzen betrifft, wie wesentlich die eigentlich auch für den Energiehaushalt der Erde und der Stadt sind. Vielleicht mag er dazu auch was ergänzen. Ja, also ich muss mich erstmal entschuldigen. Und Manfred, vielen, vielen Dank, dass du da eingesprungen bist, weil ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist es so, dafür war ich ja letzte Woche bei dir eingesprungen beim Extremwetterkongress. Und ich werde das die Fragestellung mit dem Bunker sicher nochmal wiederholen, weil genau dort können wir diese Fragen von Verdunstung, kleiner Wasserkreislauf und Reduzierung auch dieser starken Extremereignisse einfach mal angehen. Es geht nicht nur um die Abläufe, die wir dort am Bunker auch haben. Ich muss dazu sagen, vielleicht wäre der Vortrag jetzt sowieso viel zu früh gewesen, weil ich schraube da immer noch die Messsensorik an. Ne? Wir haben jetzt zwar schon ein paar Daten gesammelt, wir haben auch einiges, was nicht unproblematisch ist, ist völlig klar. Das Ganze hat 100 Millionen jetzt an Invest bedeutet. Aber nicht nur die Grünflächen, die waren auch teuer, aber auch das Hotel obendrauf. Ich würde sagen, wir holen das nochmal entsprechend nach. Müsste ich dann mit Helga nochmal abmachen. Und auf alle Fälle ein spannendes Projekt. Sorry, dass ich das heute, Gut, dass das jetzt nicht geklappt hat. Ne? kein Problem. Und Manfred, das war jetzt aber super. Und auch nochmal eine Anmerkung von mir. Ich hatte ja auch diesen einen Beitrag vor kurzem, wo es auch um die ganze Frage der Klimaänderung geht. Und ich beziehe das definitiv immer auch auf Reduktion der Verdunstungsprozesse. Also wenn wir jetzt mal in die Historie zurückblicken, Manfred, du hast es auch genannt, in Dresden-Pillnitz, da sind eigentlich auch die Markierungen, davon gibt es ganz viele, auch
in Deutschland. Und die meisten großen Ereignisse hatten wir vor allen Dingen 13, 14, 1500, als kein Baum mehr in Mitteleuropa stand. Wir haben alles abgeholzt gehabt, weil wir brauchten das Holz, um Waffen zu schmieden, Eisen zu schmieden, um zu kochen, um zu bauen. Und das waren eigentlich die größten Flugereignisse, die hängen auch genau damit zusammen mit einer nicht nachhaltigen Landnutzung. Und die müssen wir unbedingt wieder auch in die Städte hereinholen, diese nachhaltige Landnutzung. Das heißt, es geht eben auch um Begrünung. Und das ist dann nicht nur so, dass wir eben auch die Abläufe reduzieren, sondern wir reduzieren damit auch die Gegensätze zwischen den atmosphärischen Temperaturen und den Oberflächentemperaturen. Die daraus resultiert nämlich eigentlich erst auch so ein Extremereignis. Und das wollte ich jetzt nur noch mal einschmeißen, weil das liegt mir am Herzen. Ich fahre morgen zu den Water Paradigm-Leuten nach Trebonn. Dort ist auch noch mal eine Konferenz genau zu diesem Fragen, Extremereignissen, weil die Tschechen waren ja auch sehr extrem davon betroffen gerade. Es hat sehr viel Schäden verursacht. Und die Water Paradigm-Leute arbeiten genau an diesen Fragen des kleinen Wasserkreislaufs an Land von Verdunstung, Kondensation und Niederschlägen. So viel nochmal von mir und ja, tut mir leid, ist mein Akku auch gleich alle. Ja, aber danke, dass du es noch geschafft hast. Danke für den kurzen Input. Ich finde die Verbindung, dass man sagt, es geht nicht um Wasser oder um Hitze, sondern dass das eigentlich miteinander verbunden ist. Also wir brauchen Das jeden ist ganz Tropfen Wasser wichtig. in der Stadt. Das ist ein ganz ein wichtiger, essentieller Punkt. Also es geht nicht nur um die Vermeidung von pluvialen Hochwässern, es geht vor allem um die Energieregulation, das Verdunsten. Und das Verdunsten ist die einzige Chance, aus meiner Sicht, die Energie aus der Stadt rauszuholen. Sonst wüsste ich nicht, was wir machen sollen. Alles weiß anstreichen von mir aus, aber da sind wir dann auch nicht glücklich und haben keine Verdunstung dabei. Und damit schaffen wir aber auch Resilienz in unseren Grünsystemen, weil wir ja als eine weitere Folge auch diese Trockenperioden sehen werden. Damit will ich aber auch gerne in die Runde fragen, ob es weitere Fragen, Diskussionen gibt, solange eben Marco, Manfred und so weiter hier noch in der Runde sind. Ob es hier Inputs von der Gruppe gibt. Helga. Ich hätte gerne eine Frage an. Ich habe gesehen, dass es in Wien einen Plan gibt, der die Möglichkeiten für grüne Dachanlagen im Bestand zeigt. Ich hoffe, dass Jürgen Preis noch hier ist, der Ja. das ja sicherlich mit produziert hat. Bist du noch da, Jürgen? Ja, natürlich. Also, das würde mich sehr interessieren, weil nämlich der Neubau ist das eine und da finde ich diese Appelle jetzt und auch einfach die Daten ganz immens wichtig. Aber die Masse der Stadt besteht eben aus Bestand. Und das ist die Frage, was man da macht und machen kann. Ja, ich will jetzt nicht einen kompletten Vortrag hineinschalten, das würde den Rahmen sprengen, aber eigentlich, was Manfred Köhler gezeigt hat, bestätigt da schon unsere Strategie und Vorgangsweise, dass wir also nicht nur im Neubau Dachbegrünungen festlegen und dort auch abrücken von nur 8 Zentimeter oder sehr extensiven Monokulturen, da in Richtung gehen, mehr Intensivdachbegrünungen zu forcieren, also zu verpflichten, also die zu verordnen konkret. Aber im Bestand, jetzt aufgrund der Bauordnungsnovelle, die heuer herausgekommen ist, gibt es jetzt auch stringentere Festlegungen bei Zu- und Umbauten. Also wenn ein Gebäude verändert wird, ein Dachausbau, eine Aufstockung, eine thermische Sanierung ab 25% Veränderung der Gebäudehülle, wird sozusagen in dem Moment wird die Verpflichtung für eine Dachbegrünung, wenn ein Flachdach vorhanden ist, auch zwingend.
Nicht nur das, auch die Entsiegelung von gärtnerisch auszugestalteten, also nicht bebauten Bauplatzteilen, wird so dann festgelegt, dass zwei Drittel der gärtnerischen Flächen tatsächlich gärtnerisch ausgestaltet werden muss. Also, und das zieht jetzt auch in den Bestand hinein. Überall dort, wo keine Bauanreicherung oder keine Veränderung erfolgt, haben wir natürlich Bestandsschutz. Ja, das ist so. Damit wir da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, lenken, haben wir jetzt die Förderung aufgestockt für Dachbegrünungen, für Entsiegelungsmaßnahmen. Also für Dachbegrünungen gibt es jetzt 30.000 Euro. Wir fördern auch Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen auf privaten Grundstücken. Ja, und die Fassadenbegrünungen sind natürlich auch noch wichtig, die wir fördern. Aber es Okay. muss auch umgesetzt werden. Also wir müssen auch schauen, dass man in die Gänge kommt. Also Richtig. ist ein bisschen so Zuckerbrotenpeitsche-Taktik. Und was auch wichtig ist, natürlich sehr viel Informationsarbeit. Ich denke, dass sehr viel auf lokaler Ebene passieren muss, dass auch das Bewusstsein, diese Transformation auf Ebene der Bewohnerinnen, also heruntergebrochen werden muss, dass man einfach sieht, man. Es ist die einzige Möglichkeit, sich wirklich gescheit anzupassen und spätestens dann, wenn im eigenen Hof auf einer Parzellenebene der Gully voll ist, weil so viel Wasser von oben kommt, ja, wie wir es ja gelehrt haben wieder mal und wahrscheinlich noch öfters lernen müssen oder viele einfach sehr oft sehr lang brauchen, bis sie das wirklich verstehen. So wie ein kleines Kind, das greift vielleicht einmal auf die Erdplatte, dann vielleicht noch einmal, aber irgendwann einmal schnallt es dann. Ja. Irgendwann wird das dann verstanden. Das kann man nicht machen. Man Aber muss immer das muss so viel einfach passieren, ändern. bevor was passiert. Das ist das Frustrierende. Ja, aber es tut sicher was. Ich kann das bestätigen. Also ich glaube, dass der Wien auch viel dank deines Einflusses in bestimmten Arbeitsgruppen da sicherlich einen guten Weg macht. Ich wollte aber auf eine Frage im Chat noch überführen, und zwar vom Stefan, der da fragt, gibt oder will er selber fragen? Oder ich lese vor, wie es lieber ist. Sonst lese ich es vor. Und zwar gibt es den Bürgerkraftwerken ähnlich die Möglichkeit für jeder Mensch, in solche Dachbegrünungen zu investieren? Also so ein Gemeinschaftsprojekt wie Bürgerkraftwerke. Kennt das jemand? Jürgen, kennst du sowas in Wien? Kennt das jemand sonst in der Gruppe? Ich kenne es nicht. Finde ich aber witzig. Ja, vielleicht kann ich da nur die Idee aufzugreifen und dann kann man das an den Wolfgang weitergeben, an den Wolfgang Heidenreich. Also die Idee dieser Wagnisgruppe oder so, dass man sagt, man hat irgendwo eine Fläche, investiert zusammen und dann nimmt man vielleicht noch Investitionen von anderen mit in so eine Art Topf, um irgendwas besser zu bauen als nur in der einfachen Version. Und es ist ja in der Tat so, wenn wir jetzt über diese Schwammstadtdächer sprechen, die sind ein bisschen teurer als normales Extensivdach, hat aber eine bessere Leistung, ja. Und wo kommen diese Extrakosten her? Entweder puffert das sozusagen irgend so ein Förderprogramm in der Stadt oder im Land ab, oder es sind Einzelinvestoren, die begeistert sind, ne? Also sagen wir mal, ist ja auch bei Solaranlagen so auf Schulen, dass dann die Eltern begeistert sind, dass es sowas gibt. Und sicherlich könnte man sowas initiieren. Aber da wäre der Wolfgang vielleicht ein guter Partner, der was sagen könnte. Danke, Manfred. Dann übernehme ich mal. Weiß nicht, ob ich so richtig was dazu sagen kann. Also, das sind natürlich alles Genossenschaften. Das heißt, die Bewohner im Haus sind vorher bekannt. Und die planen zusammen mit dem Vorstand und mit den Architekten, Landschaftsarchitekten, Haustechnikern, wem auch immer, ihr Gebäude. Also bei Wagner 4, was du ja auch gut kennst, war für mich zum Beispiel das Aha-Erlebnis, dass der Haustechniker halt wissen muss, dass oben auf dem Dach mal Leute rumlaufen und dort Gärtner werden. Deswegen sind die Entlüftungsrohre zusammengeführt und 3 Meter nach oben verlängert worden und nicht alle, weiß ich, paar Meter kommen das zum 25 cm Stutz aus dem Dach raus. Das Ganze ist aber so, dass tatsächlich mit den normalen Baukosten gestemmt werden kann. Also die Leute beschließen zusammen und wollen was und dann stellt man fest, nee, wird zu teuer, dann wird ein anderer Beschluss gefasst und so weiter. Also dem Wagnis-Vierdach zum Beispiel wurde ja genehmigt sozusagen, dass eine kleine Gruppe von 8 Leuten sich dort ein Gewächshaus bauen. Und das war staatlich überhaupt kein Problem, weil wenn man auch die ganzen Hochbeete, wenn man es geschickt plant, stehen die nämlich auf tragenden Wänden.
Und dann kriegt man das hin. Was anderes ist natürlich so bei städtischen Wohnbaugesellschaften und bei privaten Bauträgern. Man weiß nicht, wer da einzieht. Man weiß nicht, wer sich um das Dach kümmert, wer das pflegt. Und die städtischen Wohnbaugesellschaften haben uns gesagt damals, also uns im Verein Grenzsiedler e.V., dass sie die Dachbegrünung nicht machen, weil die haben es so, also in meinen Worten, die haben es dann an der Backe. Die haben da oben eine Dachbegrünung, eine intensive, und die muss gepflegt werden. Und das kann ein Hausmeister nicht eben mal so nebenbei mitmachen. Dem reicht schon, wenn er Rasen mähen muss. Und da ist, also da braucht man, und das sind die dicken Bretter, die wir bohren, man braucht ein ganz anderes Verständnis für diese Dachbegrünung. Dass die einfach, dass man, also ich habe mal auch so einen Artikel geschrieben, es ist völlig unverständlich, dass man gerade in München wahnsinnig teure Grundstücke kauft, wahnsinnig teure Häuser hinbauten, um da auf das Dach, es gibt ja die Freiflächengestaltungssatzung, die ja besagt, man soll ab 100 Quadratmeter eine extensive Dachbegrünung aufbringen. Also, dass man dann sowas so viel Geld ausgibt, um Sedum aufs Dach zu streuen. Und dann sage ich, teuerste wahrscheinlich ist, einen Aufzug und ein Treppenhaus durchzubauen und dann eine intensive Dachbegrünung zu machen, wo die Bewohner alle was davon haben. Also nicht nur einer, der da oben seine super Luxuswohnung hat, sondern möglichst alle. Und das kann man natürlich weiterspinnen, das natürlich auf Schulen. Also mit Schulen weiß ja Schulturnhallen, da gehen Vereine abends rein. Da gibt es irgendwelche Verträge. Warum gibt es nicht auf Schulen Dächer, gerade in unterversorgten Quartieren, wo oben Gärten drauf sind, die verpachtet werden? Oder warum, ich kriege da mal die Krise, wenn ich dann diese Planung vom neuen Hauptbahnhof für München sehe, also eine Glaskonstruktion, die nur viel Wartung und Arbeit kostet und das Quartier ist versorgt mit Grün. Warum ist, baut die Bundesbahn da oben nicht Gastronomie hin und Grün und verbietet Gärten und macht Gewinn mit dem Dach und gibt nicht nur Geld auch zur Sanierung? Also verstehe ich nicht, ne? Also da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Nur man muss erkennen, jeder Stadtrat und jeder Bauherr, Bauherrin, also dass man diese grünen Dächer braucht, um das Wasser, das Widerstandswasser zurückzuhalten. Das braucht man einfach, um einen Kanal zu entlasten, um die Stadt abzukühlen und natürlich das Gebäude selbst abzukühlen. Also es gibt eigentlich, brauche ich euch ja nicht erzählen, es gibt ja nur Vorteile. Nur warum das irgendwie nicht ankommt, warum das nur so schleppend geht, weiß ich nicht. Also es muss noch, keine Ahnung, es muss noch viel dramatische Ereignisse passieren. Also ich weiß nicht, warum die Leute nicht aufwachen. Und ich wollte eigentlich diesen Herbst noch Veranstaltungen machen, aber ich habe keinen Referenten gefunden. Und einfach mit dem Titel: Können wir es uns leisten, nicht klimaangepasst zu bauen? Also das nicht dann so im Klammern, ja. Also können wir uns das leisten, das Klima angepasst zu bauen, oder können wir uns nicht leisten? Also was kommen da eigentlich für Folgekosten auf uns zu, wenn wir uns nicht leisten können? Aber da habe ich keinen Referenten gefunden, der dazu Zahlen hätte. Aber das hat ja, Bernhard hat ja vorhin gesagt, ne, es wird nur gesehen, was es kostet in dem Moment, aber nicht, was für Schäden man abwenden Also, kann und wie viel Kosten man einspart. ich Okay, kann jetzt habe ich lange genug geredet. Wolfgang, ich bin unlängst, also ich will nur ganz kurz was dazu, also ich bin unlängst über eine Studie gestolpert, eine internationale, die berechnet hat, dass die Variante kein Klimaschutz sechsmal mehr kostet als Klimaschutz. Ja, also wir können es uns eigentlich nicht leisten, keinen Klimaschutz und keine Klimawandelanpassung zu machen. Ich habe vorhin erzählt, die Schäden alleine in Niederösterreich, da redet man nicht über Tschechien, Polen und so weiter und jetzt Bosnien und so und Emilia-Romagna. Nur bei uns, wir sind ein futzi kleines Land, das ist nicht groß bei uns, ja. 1,3 Milliarden Euro. Was hätte man mit dem Geld denn machen können? Ja? Also dieser Gedanke, dass Klimawandel, Anpassung und Schutz ist so teuer, ist ökonomischer Unsinn. Peter Menke hat in der Zwischenzeit den Artikel gefunden und die Studie und den Link gepostet für alle Interessierten im Internet. Für alle. Oh ja, sehr wichtig. Ja. Also es ist Ja, nicht danke, der Peter. Jürgen, dein Link hat nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Ah, die Cost of Inaction Studie. Ach so, Moment, vom Klimafonds ist die. Ich probiere es noch einmal. Aha, da gibt es ein Problem. Ja. Also diese ewige, wie soll man den Klimaschutz, wie soll man das machen? Also, wenn das andere sechsmal mehr kostet, was ist das für eine blöde Frage eigentlich? Ja, also ist ja völlig absurd, wird aber immer natürlich vergessen, dazu zu sagen, was also die Kosten sind. Und das ist sehr
Vorsichtig würde ich behaupten, nachdem wir uns mit Klimawandelfolgen sehr intensiv beschäftigen, können wir uns eigentlich noch gar nicht vorstellen, was uns das kosten wird. Abgesehen von Geld, nämlich Sicherheit, Menschenleben und. Es wird leider schlimm werden. Genau. Genau, da ist jetzt das Buch, glaube ich. Das hat der Jürgen jetzt nochmal. Dankeschön an Herrn Menke und an den Jürgen für diese spontane Bereitstellung von Literatur. Genau. Ja, dann darf ich nochmal die Runde fragen. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen, Inputs, Dinge, die in der Runde besprochen werden sollen? Es gibt ja da ganz viele Fachexpertinnen aus allen Bereichen rund ums Grün. Gibt es da irgendwelche Themen vielleicht noch? Dann würde ich bitten um eine Wortmeldung. Vielleicht doch noch, vielleicht auch ein bisschen anders das Thema. Was mich ein bisschen umtreibt, sind die Baumrigolen in Verbindung mit Schwarmstadt. Und was mich so als Laie frage, ist, macht das wirklich Sinn, Bäumen Wasser zuzuleiten, wenn es sowieso regnet? Ja, Ja. und dann, und ich habe also die Anfänge der Schwarmstadt, so wie ich es verstanden habe, ging es eigentlich nur darum, Schaden von Bauwerken fernzuhalten und das Wasser gezielt verzögert abzuleiten, zu verzickern, wie auch immer. Aber eigentlich müssen wir es speichern, wir müssen es aufheben für Trockenperioden. Und auch was die Stadt München macht mit den 36 Quadratmeter großen Baumgruben mit einem super Substrat, was sehr lange Wasser hält, ich weiß nicht, ob das ausreicht. Und da wird wahnsinnig viel geforscht, auch an den Klimabäumen. Es hängt jetzt für mich alles Ja. irgendwie zusammen, Ja. die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt wenig Wasser verdunsten. Ja, darf ich kurz Und wer, nachforschen? ja? 36 Kubikmeter, das ist das Stockholm-System. Nee, die haben ein Gemisch, ist ein Gemisch vom Substrat. Das hat nichts mit Stockholm-System zu tun. Das ist nur eine normale Baumgrube, normalen Straßenraum, ohne Rigole, ohne irgendwas. Also was ich unterstreichen kann, ist, es geht um die Wasserspeicherung. Bei uns war gestern gerade in den niederösterreichischen Nachrichten ein Beitrag über den ältesten Baum Österreichs. Der ist 800, schlag mich tot, 65 Jahre alt. Ja. Der steht in einer Steinritze. Also der hat nicht 36 Kubikmeter, der hat einmal 3,6 Kubikmeter Wurzelraum, ist aber 860 Jahre alt. Also ich bin sehr für Wurzelraum, ja, und zwar aber echten Wurzelraum. Bei uns ist leider ein Thema aufgepoppt, wo also etwas als Schwamm verkauft wird. Also es geht ganz zentral ums Speichern. Das Speichern und vor Ort verfügbar halten von Wasser in diesem ganzen Kontext, aus meiner Sicht, das hat der Vortrag von Manfred heute gezeigt, das sind auch die Forschungsergebnisse und das Wissen von Marco, die das immer wieder zeichnen. Es geht nicht um Drainagieren. Und dieses Stockholm-System, wie es in Österreich sehr stark propagiert wird, ist ein Drainagesystem. Dieses Material, darum habe ich nachgefragt bei dir, dieses Material, dieses Stockholm-System-Material speichert keine 10 Volumenprozent Wasser. Nach eigenen Angaben vom Bundesamt für Wasserwirtschaft 5 bis 8 Volumenprozent. Das heißt, in etwa das gleiche wie der Straßenunterbau. Baumsubstrate müssen nach allen Richtlinien, die ich kenne, mindestens 25 Volumenprozent Wasser halten können. Der GALK, die Gartenamtsleiterkonferenz in Deutschland, spricht von 30 Volumenprozent. Also man muss hier unterscheiden zwischen Schwamm, und der Schwamm ist etwas, in meinem Kopf zumindest, das Wasser speichert, so wie die Retentionsdächer, die 100 Liter am Quadratmeter speichern können, und so wie wirklich gute Pflanzsubstrate auch für Bäume. Und die zweite Frage war, soll ich Wasser einleiten? Ja, unbedingt. Und ich soll dann ein Speichervolumen haben, das mir den Baum mindestens 3 Wochen versorgt. Das ist mein persönliches Planungsziel meistens, dass ich mir schaue, welches Volumen habe ich zur Verfügung, wie viel Wasser kann ich reinleiten. Und wir haben Projekte gemacht, gemeinsam mit der Stadt Wien, wo wir über 100 Quadratmeter pro Quadratmeter Baumscheibe Wasser eingeleitet haben. Also Flächenverhältnis 100 Entwässerungsfläche, 1 Quadratmeter Versickerungsfläche oder Speicherfläche. Die Bäume wachsen wie die Rüben. Also es geht immer darum, dass dieser Wurzelraum Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stellt. Und hier eine Balance zwischen Spross und Wurzelkörper sich etablieren kann, die funktioniert. Und wir müssen dabei aber eben die Veränderung des Klimas berücksichtigen, sprich, wir müssen mit Hitzeperioden rechnen, mit Starkregen rechnen, mit Dürre rechnen. Und das müssen wir über dieses Volumen, das wir hier schaffen, das wirklich Wurzelvolumen sein muss, ausgleichen. Und das geht auch. Ja. Das hat der Manfred hat gesagt, wir brauchen wie viel 100 Tage oder 300, wie viel
irgendeiner Zahl von Tagen, wie, bis der Speicher wieder entleert ist, ja. Und das kann man abschätzen und berechnen und das funktioniert dann auch. Aber man muss sehr vorsichtig sein, weil das ein Modewort ist und es manche Personen gibt, die das fälschlich verwenden und irreführend verwenden. Und das ist leider sehr traurig, weil da eigentlich ein Schaden entsteht. Erstens an den Pflanzen und zweitens an den Finanzen und drittens am Genre. Also ich muss, darf ich nochmal nachhaken, Bernhard? Ja, wie, bitte. Ja, weil ich habe noch im Studium gelernt, das ist dann schon ein bisschen länger her, dass man Bäume niemals nie in Mulden, Gräben und sowas gerade neben Straßen stellt. Gerade damals noch wurde gesalzen und so. Also Ja. Bäume Wurzeln um Wasser und Fäulnis und so weiter, das geht überhaupt nicht. Das macht man das Ja. genau. Aber wo ich doch darauf hinaus will, ist aber auch Verbindung mit den Klimabäumen, den sogenannten, die ja eigentlich nichts zur Kühlung beitragen, werfen wenig Schatten, verdunsten kein Wasser. Also das ist das Ja. eine. Und das andere ist, das ist alles ganz schön und gut bei Neuplanung, aber es wird leider, ich kenne nichts, was geforscht wird. Wir kriegen eigentlich unsere alten, guten, viel verdunstenden Wasser, die Bäume wie Ahorn, Linde, Eichen. Wie kriegen die, schon lange stehen, wie kriegen die eigentlich Wasser? Wie kann man die zu Ja. überleben bringen? Weil die wurden Genau. mal sehr despektierlich als Ja. Wasserverschwender genannt. Und ich dachte mir, Ja. ja, genau Ja. das, was wir brauchen. Wir brauchen Wasserverschwender. Wir brauchen nicht Bäume, die Wasser einsparen. Wir müssen Wasser verdunsten. Ja, das ist Und verkehrt angedacht, ja. ja, Das ist und das vermisse ich völlig. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche also Studien meine gibt. Assoziation mit dem, was du sagst, Wolfgang, ist das Haus auf Sand bauen. Also das Fundament ist die Pflanzmethodik, die Pflanzgrube, das Pflanzloch, das Substrat. Und wie ich hier Wasser- und Nährstoffhaushalt manage in diesem Volumen. Und wenn ich das richtig mache, dann brauche ich keine 36 Kubikmeter, dann komme ich mit 6 Kubikmeter aus. Aber mehr ist besser. So viel muss auch gesagt werden. Aber es muss auch wirklich ein aktiver Wurzelraum sein. Und das ist, glaube ich, eben, dann brauche ich ja keinen Klimabaum mehr. Also wenn ich eine ausreichende bewässerungswirksame Fläche habe, pro Kubikmeter Wurzelvolumen, und das Wasser auch dorthin kommt, eins der Hauptprobleme vom Stockholm-System ist die Wasserverteilung, die gar nicht funktioniert. Kann man sich bei uns anschauen, Leopold-Unger-Platz direkt in der Mutgasse, wer in Wien zu Hause ist. Jürgen, du kennst es. Das sind jetzt, glaube ich, 8 von 22 Bäumen mehr oder minder tot nach 3 Jahren. Und das wird diese Kosten und das inklusive einer künstlichen Bewässerung, die dort sogar noch verbaut worden ist. Also trotzdem sterben die. Also es geht schon um gewisse planerische Kompetenzen. Und das andere ist, ja, wir brauchen Wasserverschwender. Und da gibt es verschiedene Thesen. Man findet also gern die Wurzeln von alten Bäumen in Kanalisationsrohren, in wasserführenden Schichten. Und wo immer die das herhaben, die holen sich das dann schon. Und sonst könnten die gar nicht so lang vital sein. Ja? Und das ist schon, wir brauchen diese Verdunstungsleistung. Aber gibt's wie, also meine Vorstellung wäre natürlich, dass man das Wasserrecht, also das Niederschlagswasserrecht ändert, dass die Dachneigungen, die zum Straßenraum gehen, dass das Wasser nicht in die Ja. Kanalisation geleitet wird, sondern halt zu den alten Bäumen. Aber Unterschreibe möglichst ich. dann auch nochmal, wenn es nicht regnet, ne? So, also das ist dann wieder das, wenn es regnet, führt man nochmal Wasser dazu. Also ich habe auch keine Lösung, man müsste halt Rohrleitungen bauen und viel Technik eventuell, keine Ahnung. Nee, aber Aber wir bauen ja alles Mögliche unter die also Straße. diese Schwammstadtbauweisen ist zumindest jetzt das, was wir am Institut forschen und was mein persönliches Credo ist. Genau das, privates Wasser auch öffentlich verfügbar machen und auch umgekehrt. Also diese Barriere ist eine administrative Barriere, die halt nicht gelöst ist, die man aber lösen kann. Und dann der Vorteil bei diesen Schwammstadtbauweisen ist, dass sie in der Regel über das Oberflächengefälle funktionieren. Das heißt, die Bewässerung muss jetzt nicht so wie jetzt klassisch mit einem Bewässerungsfahrzeug, wo dann einer steht mit einem Schlauch und dort stehen bleiben muss, funktionieren, sondern du kannst im Prinzip eine große Wassermenge auf die Straße kippen. Und die rinnt dann eh von selber bergab, sozusagen in die Pflanzgrube. Und dort muss ich halt schauen, dass ich Substrate habe, eben weil du das vorhin gesagt hast, mit der Feuchtigkeit, die Bohrenvolumen haben, ausreichend Luftvolumen bei maximaler Wassersättigung und wo halt kein dauerhafter Anstaub passiert. In den alten Pflanzgruben, wo du eine Mulde hast mit einem gewachsenen Boden und Salz, das ist ein Teich, das wird dicht über die Jahre. Das funktioniert nicht, ja, aber mit richtigen guten Substraten, die es ja überall gibt. In Deutschland wie in Österreich kann man das ja wohl sehr gut managen. Und du brauchst nur wirklich, du musst nur unter Anführungszeichen, du musst sagen, der Baum braucht 100, 150 Liter am Tag,
Ein Kubikmeter Wurzelraum speichert mir 300 Liter, komme also mit einem Kubikmeter 2 Tage aus. Wie viel Tag will ich Vorrat haben können? Und dann schließt du so viele Oberflächen an, damit es mit einem normalen Pattern, der Manfred hat es vorhin sehr schön gezeigt, diese Niederschlagskurven, man weiß, wie viel Niederschlag pro Monat und in welcher Verteilung ungefähr fällt. Und dann kann man das planen, wenn man das möchte. Und dann kann man dafür sorgen, dass die Bäume 2 Wochen, 3 Wochen über Trockenperioden dann drüber kommen. Und dann musst du gießen fahren. Aber halt viel effizienter als bis jetzt. Also da habe ich noch eine Frage. Ich schalte jetzt wieder ein, nämlich irgendwie durch den Verbrauch werde ich immer wieder rausgeschmissen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Grundwasserstand? Ich frage das deswegen, weil ich wohne ja auch in Amsterdam mit einem Ja. Grundwasserstand, der 80 Zentimeter unter der Oberfläche ist. Und wir haben 42.000 Iben und die machen es trotz aller langen Trockenperioden gut. Die haben auch wenig Wurzelraum, aber die ernähren sich meines Erachtens übers Grundwasser. Muss man nicht den Grundwasserstand mit einbeziehen bei solchen lokalen Überlegungen? Ja, also normalerweise würdest du in einer Siedlungswasserbauplanung eine Bodenerkundung machen, damit du die Rahmenbedingungen kennst. Wo ist der Grundwasserspiegel? Da gibt es Karten und Materialien dazu. Dann musst du eigentlich den anstehenden Boden kennen und die Infiltrationsgeschwindigkeit und die Wasserspeicherfähigkeit. Und dann kann man Substratkörper und anstehenden Boden und Grundwasser in Einklang bringen mit diesen Parametern. Das wäre sozusagen eigentlich ein kulturtechnischer Planungsansatz, der halt in der Landschaftsarchitektur noch nicht sehr weit verbreitet ist. Aber diese Komponenten musst du haben. Und wir haben teilweise wirklich niedrige, eigentlich hohe Grundwasserstände. Und teilweise ist das Grundwasser, jetzt haben wir ein Projekt, wo ist das? Das ist das Grundwasser in 13 Metern oder 15 Metern unten. Also ewig weit weg. Also Grundwasser gehört eigentlich zur Grundlagenermittlung eines Planungsprozesses. Aus meiner Sicht. Ich will mich nochmal einmischen. Also jetzt zusammenfassend, also bei meinem Beitrag war im Grunde zu sagen, Stufe 1 ist, auf der ganzen Stadtebene sozusagen Basics zu setzen. Ne? Also Basis, wo kann man bauen, wo sollte man nicht bauen, um diese Katastrophen vorab zu vermeiden. Ja, das ist der Punkt. Weil jedes, was man vorab gut baut, ist besser, als hinterher eine Katastrophe zu haben, dass ein Ortsteil weggerissen wird und die Leute mit nichts dastehen. Dann hat man Katastrophe plus soziale Probleme plus, plus, plus. Also das zu vermeiden, was du vorhin meintest, Bernhard, richtig zu investieren zu Anfang, ist nicht nur unter Klimawandelaspekten, ist auch unter sozialen Aspekten sinnvoll. Ja? Und dann kann man sich runterdefinieren von der groben Ebene auf die Grundstücksebene bis zum Ende. Und da auf dem Grundstück können wir optimieren, was wir sagen, also Anführungszeichen, abflussloses Grundstück, dass wir alles auf der Fläche verdunsten. Nur mit unserer Bauweise, was ich jetzt auch ein bisschen angedeutet habe, ist, dass wenn wir diese mächtigen Drainschichten da verwenden, können wir auf einem Grundstück oft mehr Wasser speichern, als was nur auf der einen Fläche des Grundstückes fällt. Man kann mit so einer guten Wasserbewirtschaftung, sagen wir, 2 bis 3 Grundstücke anschließen, um das zu sammeln. Das haben wir in Wien, dieses mit der Regenwassergeschichte und dem Grauwasser in der Kauterstraße jetzt, ja, genau, haben Sie mir vorgeführt und gezeigt. Also das ist auch so ein Beispiel. Da haben die Meerwasser auf einem Grundstück und die können, also kann man anders mit umgehen. Da kann man so 3, 4 Häuser als Einheit zusammenbasteln. Und dann der nächste Punkt ist, was wir wirklich erklären müssen, ist dieses Thema, wie viel verdunstet ein System, also eine Rasenfläche, eine Pflanzfläche und so weiter. Und im Grunde, wie rechnen wir? Also ich rechne gerne Verdunstungsleistung pro Quadratmeter, weil ich so bei meinen Dächern angefangen bin, Sedum oder andere Wuchs und so weiter. Wenn ich jetzt einen Baum vergleiche, das muss man vielen Leuten erklären. Wenn wir eine mächtige Linde haben oder so, die 10 oder 20 Meter hoch ist, die hat ungefähr ein Wurzelsystem, was auch 10 oder 20 Meter irgendwohin die Fühler ausstreckt und sei es in die Kanalisation. Das heißt, dieser Baum verdunstet auf 1 Quadratmeter Grundfläche ungefähr so viel wie so eine Rasenfläche, aber der hat immer den Anschluss. Wenn während wir bei der Gründachfläche irgendwann sozusagen in den Wasserstress geraten, dass gar nichts mehr in den 10 Zentimeter oder in dem System ist, kann ein Baum unter guten Bedingungen immer noch von irgendwoher Wasser schöpfen. Und da gibt es eine schöne Veröffentlichung, hatte ich irgendwie gefunden aus Würzburg, wo die
Linden und irgendwelche anderen Bäume verglichen haben, einmal direkt am Main stehend und irgendwo auf dem Marktplatz stehend, dass da wohl Wasserstress ist, logischerweise die Blätter auch weniger sind, die Bäume nicht so wachsen und so weiter. Also da, wo die Wurzeln Chancen haben, sich in Wasserschichten zu wühlen, ist ganz wichtig. Und dann sind wir auch schon bei der Frage Bodensubstrat. Also in Berlin kann man ja grundsätzlich sagen, wir haben sandige Böden und lehmige Böden. Wo funktionieren die Systeme denn unterschiedlich? Das ist ungefähr halbe halbe. Und in Bremen beispielsweise ist wir nach 1 Meter oder so, irgendwann ist man am Grundwasser. Das heißt, das hat ganz andere Probleme. Oder wenn wir in Oslo so eine Planung machen, die haben Wasser noch und nöcher. Die müssen im Grunde zu sagen, Wasser ist nicht knapp, sondern das muss ordentlich verdunstet werden. Aber da sehen wir, wo die Leistungsgrenze von Pflanzen ist. Und dann ist es eine Frage der Menge, die wir bringen. Und das heißt, wenn wir Trockenphasen überbrücken wollen, das ist wieder ein planerischer Trick. Wie kriegen wir Wasser in die vielleicht längeren Trockenphasen? Phasen. Und da ist mir die Zisterne oder meine Drainschicht eigentlich ganz lieb. Sehr schön. Na gut, dann kann man noch lange, lange weiter diskutieren, aber Also, im ja. Grunde diese Logik, ne, vom Großen zum Kleinen, und das mischt sich auch in der Diskussionsrunde oft so, aber das Verständnis, dass ein Baum die Chance hat, von sonst woher Wasser zu ziehen, wird oft vergessen, ne? Und wenn du oben 10 Liter drauf gießt, ist das für sein Wurzelsystem ein Tropfen wirklich auf den heißen Stein. Der braucht 100 Liter im Grunde, ne? Und das ist, ja, also, und dann, okay, das ist aber eine Diskussion, die haben wir ja auch irgendwie im Programm. Habe ich auch noch so ein Projekt, dies mit diesem Green for BIM. Also, was leistet so Vegetation und so weiter? Also, das ist ja, in Bearbeitung. Aber ich glaube, da können wir zukünftig noch viel mehr drüber reden. Ja, vielen Dank auch für deine Wortmeldung noch zum Thema. Auch nochmal ganz wichtig, das zusammenzuführen und den großen Rahmen nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich glaube aber, dass eben diese Ebenen teilweise nicht miteinander kommunizieren, also weder auf der Planungsseite als auf der administrativen Seite. Das ist ein bisschen ein Problem, weil natürlich das eine und das andere zusammenhängt. Und eben die Dimensionierung von Schwarmstadtbauweisen ist eine ganz eigene Sache, die ich sehr gerne mache. Ist ein nerdiges Thema, ich gebe es zu, aber ich mag solche Sachen. Und es geht halt immer darum, du kannst eigentlich fast nicht zu viel Wasser zum Baum leiten. Du musst nur schauen, dass es nicht einstaut und ewig dort bleibt. Aber du kannst eigentlich, wir haben so viele versiegelte Flächen in der Stadt, die wir auch zu Recht haben, weil die Feuerwehr fahren muss, die Rettung fahren muss, die Straßenbahn fahren muss. Und das sind für mich bewässerungswirksame Flächen, die ich anzapfen möchte, damit ich mein Grün bewässern kann und das dann wirksam Klima regulieren kann. Und das kann man im Prinzip in urbanen Strukturen sehr, sehr gut machen. Natürlich braucht es die Flächenneigungen und es gibt tausend technische und planerische Details. Aber vom Grundprinzip her geht es. Und das Ganze reduziert mir dann den Zufluss in Vorfluter, die Überflutungsgefahr in weiterer Folge. Und du hast ja die Zahlen gezeigt, wie viel Wasser eigentlich die Dächer speichern könnten. Das sind ja absurde Zahlen, ja. Kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Aber da ist ein unglaubliches Potenzial. Wir haben das einmal bei Baccalaureatsarbeiten, Jürgen, wenn du dich erinnerst, für Dachbegrünungen im 6., 7. und so weiter, Bezirk einmal hochgerechnet. Das sind irrsinnige Mengen an Wasser. Und wenn ihr mal überlegt, dass bei uns der Wienfluss fast oder teilweise übergegangen ist Richtung U4, also wir haben ein eingepferchtes Flussbett. Im Westen von Wien kommt es rein und dann gibt es direkt daneben mit einer Mauer getrennt die U-Bahn und das ist teilweise übergegangen. Wenn da 20, 30% weniger daherkommen oder eben zeitverzögert daherkommen, haben wir kein Problem. Ja, und das sind die Potenziale, die wir heben müssen, weil die Dinge eben verbunden sind. Flächennutzung, Landnutzung hat der Marco vorhin richtig gesagt. Die Art und Weise, wie wir Forstwirtschaft betreiben, wie wir Landwirtschaft betreiben, hat sehr viel damit zu tun, wie viel Wasser die Böden aufnehmen, wie viel sie speichern und wie viel abgeleitet wird. Da haben wir unglaubliche Potenziale. Übrigens auch, was CO2-Speicherung betrifft, nämlich einen Humusaufbau, damit wir ordentliche Landwirtschaft haben können wieder. Unabhängig von Klimawandelthemen, sondern einfach für unsere Pflanzen. Genau, damit darf ich noch einmal an die Runde appellieren, ob es vielleicht noch ein paar Fachinputs gibt. War sehr spannend bis jetzt, finde ich, und interessant. Sollten wir für heute ausdiskutiert haben, würde ich sehr gerne noch einmal an die Helga das Wort übergeben für abschließende, zusammenfassende
Worte, Statements. Und Helga, hörst du mich? Ja, das Problem ist, ich falle immer wieder raus, weil offensichtlich bei mir die Verbindung so schlecht ist. Also nochmal ganz herzlichen Dank und auch dir, Bernhard, für die Diskussionsleitung. Das war ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Und ich denke, es ist wirklich wieder rauskommen, einmal, dass alles deutlich unterbaut werden kann an unseren Argumentationen mit Zahlen bis hin zu Preisen praktisch, Kosten, aber auch wie differenziert das ist. Also, dass man wirklich von lokalen Situationen ausgehen muss und die eben sehr, sehr unterschiedlich sind und dabei eben alle Partizipanten mit einbeziehen muss. Und das ist eben eine ganz breite Palette eben von den Fachleuten, die das vorrechnen können, bis hin zu ganz normalen Bürgern, die nicht nur zustimmen müssen, wenn es um öffentliche Investitionen geht, sondern auch als Private eben einsehen müssen, dass sie in ihrem wirtschaftlichen Handeln als Privatperson langfristig denken müssen. Ja, das nochmal mit vielen Dank an alle und bis zu einem nächsten Mal in 2 Wochen.